Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmeinkaufsfolge. Herzlich willkommen, ich hoffe euch geht es gut und ihr seid glücklich und bereit dabei zuzusehen, wie ich euch so vorstelle, was ich in letzter Zeit gekauft habe. Yeah, und wir fangen an mit einem Mediabook zu Phantom im Paradies. Ein Film von Brian De Palma, der so grandiose Filme gemacht hat wie Carrie, wie Scarface, wie Die Unbestechlichen. Und ja, Phantom im Paradies ist, glaube ich, einer seiner früheren Filme. Eine Horrorkomödie, die ich noch nicht gesehen habe, aber mich schon lange sehr extrem darauf freue, weil es so vollkommen skurril aussieht. Ich meine, wenn ihr schon sowas seht, dann, ich weiß, es sieht wirklich interessant aus und einzigartig. Von daher bin ich echt gespannt, was mich bei Phantom im Paradies erwartet. Ich finde es auch einfach, das Mediabook finde ich extrem schön designt. Die Vorderseite schön schlicht, hinten zwar einiges an Bonusmaterial, das ist leider nicht so schlicht, aber ja, vollkommen okay. Und ich weiß nicht, ich bin echt wahnsinnig gespannt auf Phantom im Paradies, einfach weil es so vollkommen schräg aussieht, weird. Und ich bin einfach bereit dafür. Ja, mal sehen, wann ich den sehen werde. Wahrscheinlich vielleicht im Hooptober, würde sich anbieten. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dieses wunderschöne Mediabook einfach jetzt bei mir zu Hause zu haben. Machen wir weiter mit drei Blu-rays vom British Film Institute, alle von einem Regisseur. Und ja, ich habe mir ein paar Filme der Ozu Collection gekauft. Yasuhiro Ozu, einer der bekanntesten japanischen Regisseure der Vorkriegszeit und Nachkriegszeit, der sich vor allem Dramen gewidmet hat. Furchtbar interessanter Regisseur. Sein bekanntester Film ist Tokyo Story, den ich ziemlich gut fand. Ich habe Early Summer von ihm gesehen, den ich mir auch tatsächlich jetzt hier gekauft habe. Aber das Besondere an diesen Special Editions vom British Film Institute ist halt, dass nicht nur ein Film von Ozu drin ist, sondern zwei Filme. Und die waren runter reduziert auf 10 Euro das Stück. Und ja, zwei Filme, 10 Euro auf Blu-ray, da kann man eigentlich echt nicht viel gegen sagen. Von daher habe ich mir drei Stück gekauft und habe jetzt hier sechs Filme von Ozu, von denen ich fünf noch nicht gesehen habe, zu Hause, was ziemlich cool ist. Das Besondere ist auch, dass sie ja also auf Blu-ray und auf DVD abspielbar sind. Was ich mich dann immer nur frage, ist die Qualität der Disc denn auf Blu-ray oder auf DVD, wenn es auf beiden Versionen abspielbar ist? Oder passt sich die Qualität an? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich mysteriös und muss ich irgendwann herausfinden. Vielleicht wisst ihr das ja. Auf jeden Fall ziemlich cool, freue ich mich schon drauf. Hier halt Early Summer, den ich gesehen habe. Wirklich ein tolles Drama, könnt ihr euch gerne angucken. Die meisten sind auch auf YouTube, aber es ist halt nochmal ein anderes Gefühl, wenn man sich sie auf Blu-ray kauft. Von daher habe ich mir gedacht, hey, wenn die eh so gut reduziert sind, nehme ich die mal gerne mit. Und ja, hier sind halt meistens noch ein bekannter Film und ein eher unbekannter Film von ihm dabei, die auch früher erschienen sind. Hier ist zum Beispiel What Did the Lady Forget noch mit dabei von Ozu. Echt eine coole Sache, wer halt auch immer mit dabei ist, oder zumindest in sehr, sehr vielen Filmen von Ozu, ist Setsuko Hara, meine ich, heißt die junge Dame hier. Eine grandiose japanische Schauspielerin, sehe ich immer wieder gerne zu. Und ja, bin ich mal gespannt, was sie noch in anderen Filmen von ihm so drauf hat. Beispielsweise, wo sie auf jeden Fall mitspielt, ist Late Spring, auch eines der bekanntesten Werke von ihm. Ozu hat auch immer gerne wieder so Spring oder Winter oder Early Summer ist, glaube ich, auch ein Film von ihm. Also so Jahreszeiten baut Ozu gerne wieder als Filmtitel ein. Ich meine, wir haben hier Late Spring, Early Summer. Ihr versteht den Sinn dahinter. Und ja, auch hier ist wieder ein weiterer Film von ihm dabei, nämlich The Only Sun, sehe ich gerade hier hinten. Ja, Late Spring bin ich schon sehr gespannt drauf, was der so drauf hat. Und ja, hier ist, wie schon gesagt, noch The Only Sun mit dabei, auch wieder mit Setsuko Hara. Das ist ziemlich cool. Und als letzte Blu-ray, ich finde, die sehen noch einfach schön aus. Diese, ja, durchsichtigen Höhen ist ja auch bei Arrow meistens so. Apropos Arrow, die nächste Folge wird sich nur um Arrow handeln. Das heißt, wenn ihr darauf steht, dann schaltet unbedingt nächste Woche noch ein. Und ja, hier als letzter Film von Ozu in Autumn Afternoon mit, welcher Film ist noch dabei? A Hand in the Wind. Und ist tatsächlich dann auch mein erster Ozu als Farbfilm, den ich sehen werde. Ansonsten habe ich nämlich bisher nur Schwarz-Weiß-Filme von ihm gesehen. Und bin ich mal gespannt drauf. Sieht cool aus. Oh mein Gott, habt ihr das auch gehört? So ein lautes Motorrad. Oha, krass. Ja, und wie schon gesagt, ich bin mal gespannt darauf. Ozu ist eigentlich immer eine interessante Wahl. Coole Dramen. Und ja, keine Ahnung, man bekommt einen sehr, sehr guten Einblick
in die japanische Nachkriegszeit, finde ich. Beziehungsweise, ich schätze auch in die Vorkriegszeit in seinen früheren Filmen. Es sind ja Dramen, die sich auch auf dieses Familien, auf diese Familie in Japan konzentrieren mit Tradition. Und das ist vielleicht nicht unbedingt immer einfach zu gucken, aber ich finde es dann doch sehr lohnenswert, weil die Filme auch sehr charmant sind, durchs Schauspiel, durch die Kamera. Und ich weiß nicht, ihr könnt viele Werke von ihm auf YouTube gucken, das heißt, wenn ihr vielleicht einfach mal reingucken wollt, kann ich nur sagen, probiert es aus. Vielleicht Early Summer ist die beste Wahl zu Beginn. Oder Tokyo Story fand ich auch ziemlich gut, obwohl der auch seine langatmigen Stellen hat. Aber so an sich, Ozu, ich schätze, das ist schon lohnenswert. Ja, ich habe hier nur zwei normale Blu-rays, die ich euch vorstellen möchte, bevor wir nächste Woche zu den Arrows kommen, worauf ihr wirklich sehr gespannt sein könnt, was ich da geholt habe. Wir fangen an mit einem Rezensionsexemplar, was ich erhalten habe, in einer wunderschönen Standard-Disc, und das ist Baby Blood, veröffentlicht von Bildstörung. Bildstörung könnten die meisten kennen als ja das deutsche Label, was interessante Genre-Tipps in Deutschland veröffentlicht als Special Edition, beziehungsweise veröffentlichen die dann auch in so einer Standard-Disc, aber halt ohne Extras. Das heißt, die Extras kriegt ihr nur in dieser Special Edition. Und auf jeden Fall haben sie jetzt Babyblood als ja, normale Blu-ray halt veröffentlicht. Und den habe ich erhalten als Rezensionsexemplar. Und es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Film. Sehr brutal, sehr viel mit Nacktheit. Aber ja, sehr, sehr, sehr cool einfach, würde ich sagen. Hat coole Horrorelemente. Vor allem halt durch die Brutalität handelt davon, dass eine junge Frau für ihr Kind, was in ihrem Bauch ist, was von einem Parasiten übernommen wurde. Es wird im Film erklärt, ich möchte es nicht so weit ausholen, aber auf jeden Fall übernimmt dieser Parasit den Fötus von ihrem Kind und zwingt sie praktisch dazu, Menschen zu töten, das Blut zu trinken, damit dieser Fötus, der vom Parasit befallen ist, stärker wird. Und was dann auch besonders ist am Baby Blood, der hat ganz starke Body-Horror-Elemente, die mir wirklich grandios gefallen haben. Beispielsweise kommt in einer Szene Arme aus ihrem Bauch und es sieht fantastisch aus. Ich liebe einfach Body-Horror. Apropos Body-Horror, ich habe mit dem guten Tim bei unserem Podcast Ein Hauch von Film haben wir auch über Body-Horror gesprochen. Nicht nur Baby Blood, ich glaube, den habe ich nicht erwähnt, aber über ganz viele andere Werke, beispielsweise The Thing, das Prequel zu The Thing. Wir haben über die Filme von Brandon und David Cronenberg gesprochen. Das heißt, wenn euch für Body Horror interessiert, werde ich die Folge bestimmt unten in der Beschreibung verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten findet ihr den Kanal auch verlinkt bei meinem Kanal. Von daher, das sollte passen, ihr solltet die Folge irgendwie finden. Und wenn ihr auf Body Horror steht, dann bringen wir euch die ein oder andere Fortsetzung. Sagen wir euch die ein oder andere den ein oder anderen Tipp, warum sage ich Fortsetzung? Nein, sagen wir euch den ein oder anderen Tipp von Filmen, den ihr unbedingt sehen müsst. Und Baby Blood ist einer dieser Filme, die ich wirklich nur, ja, ausdrücklich empfehlen kann. Was ich auch noch gekauft habe, als letzter Film für diese Filmeinkauffolge, ist Wenn es Nacht wird in Paris. Der war einfach sehr stark reduziert auf einen schlappen Fünfer. Und da habe ich mir gedacht, da macht man nichts falsch. Ein Film von Jacques Becker. Ist mein erster Film von ihm. Hat ja auch so eine Arthouse Edition. Hat er, die ich aber nicht kaufen wollte, weil ich eben jetzt erstmal gucken wollte, wie mir der Film gefällt. Das ist ein Film noir, meine ich. Das heißt, Gangster, Abgründe, Schatten. Bin ich mal gespannt drauf mit Film noir. Habe ich ja immer mal wieder meine Probleme, beziehungsweise ich mag das Genre aber doch schon irgendwie. Es gibt dann Filme, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, beispielsweise wie Der dritte Mann oder sowas. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, finde es Nacht wird in Paris. Klingt extrem cool. Und mal sehen, wie ich den finde. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wer auch mitspielt, ist Lino Ventura. Die könnte man zum Beispiel kennen durch Fahrstuhl zum Schafott, den ich nicht so toll fand. Oder Armee im Schatten von Jean-Pierre Melville, den ich unbedingt noch sehen muss. Das heißt, vielleicht habe ich nach dem Film oder vor dem, beziehungsweise ich kann ja auch erst Armee im Schatten gucken. Und da überzeugt sie mich drin. Vielleicht habe ich dann Lust, mir, wenn es Nacht wird in Paris, möglichst bald anzugucken. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich denke, das waren ein paar ganz nette Filme. Eine kleine Folge, kleine geschmeidige Folge, aber da ist so das ein oder andere Nette dabei, denke ich, vor allem das Mediabook zu Phantom im Paradies, was wirklich extrem schön ist. Freue ich mich schon wirklich, den zu gucken, und halt die Ozus. Ja, ich sage einfach mal, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder zum Filmeinkauf für Arrow, wo wir uns nur Arrow widmen werden. Ich sehe schon die Blu-Rays und ich denke mir, oh mein Gott, das wird eine wilde Folge. Und ich kann eigentlich nur sagen, wir sehen uns. Ciao, guck einen guten Film und bis bald!